Ja, guten Tag, meine herzallerliebsten Sojasprossen. Ja, wo sind wir denn hier schon wieder gelandet? Ja, das ist Rust. Kennen vielleicht einige schon. Gibt's jetzt auch schon eine Weile. Ist jetzt als Early Access bei Steam drin. Ich hab's mir schon vor einer Weile geholt. Und das ist auch der Grund, warum. Ja, war es letzte oder vorletzte Woche? Ach, ich weiß es gar nicht mehr genau. Nee, jedenfalls kam ja so ein paar Tage keine Videos, wo Videos hätten kommen sollen. So, und ich bin gerade in irgendeinem verstrahlten Gebiet, wo ich gar nicht hin sollte. Weil ich habe hier gerade auf dem Server nur angefangen, weil irgendwie auf dem anderen Server, wo ich war, war auf einmal mein Haus weg. War auch sehr schön. Oder halt eben auch nicht. Und jetzt habe ich einfach mal auf so einem, ja, PvE-Bauserver, keine Ahnung, was genau das ist, jetzt angefangen. Weil ich im Moment gar nicht so Lust auf PvP habe, seitdem, ja, der Server, auf dem ich ursprünglich angefangen habe und auch sehr coole Leute kennengelernt habe, gehackt wurde und, ja, richtige Idioten da rumgerannt sind. War nicht so cool. Warum laufe ich jetzt eigentlich wieder zurück? So, ich wollte eigentlich dahin, wo ich früher mein Haus stehen hatte. Aber da komme ich jetzt so ohne Waffen gar nicht hin, sondern rennen wir jetzt mal weiter durch die Verstrahlung. Sieht man ja unten rechts bei Rats oder Rats, keine Ahnung. Ja. Bleiben wir erstmal hier. Beim Hangar. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr sich meine Stimme jetzt verändert hat, weil mein einer Mikroständer ist endlich repariert, was mich richtig freut. Oh, da hat sich schon eine was Dickes hingebaut. Na, hoffentlich kriegen wir jetzt hier irgendwo Rohstoffe. Naja, jedenfalls, mein einer Mikroständer ist repariert. Ich muss den anderen Ständer also nicht mehr nutzen und das Ding direkt vor meine Nase stellen. Ja. Ist ganz angenehm, weil ich jetzt wieder vernünftig am Schreibtisch sitzen kann, ohne die ganze Zeit den Mikrofonständer zwischen den Beinen und vorm Stuhl zu haben, was extrem genervt hat. Ja. Und ich kann, ja, jetzt freier so hier sitzen und sprechen. Ja. Ist sehr schön. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Lust, Videos zu machen. Ja. Auch wenn YouTube ja jetzt gerade mit dem Upload etwas rumspackt. Also ich habe jetzt heute ist der, bei mir jetzt, wo ich das Video aufnehme, der 13.03.2014. Ich habe jetzt schon mehrmals versucht, den nächsten Teil vom Alien vs. Predator Let's Play hochzuladen, aber irgendwie möchte das nicht. Da treten dauernd Fehler auf, beziehungsweise erst passiert gar nichts, wenn ich dann auf weitere Videos hinzufügen oder weitere Videos hochladen klicke, dann kriege ich auf einmal Fehlermeldungen. Also vorher passiert gar nichts, deswegen hatte ich das mal ausprobiert und ja, ist ein bisschen doof. So, da sind jetzt so Hütten oder verlassene Häuser. Da könnte man mal gucken, ob wir irgendwas da drin finden. Wer weiß, wer weiß. Da haben wir auch direkt, ach schön, Munition gefunden. Ja, also das ist jetzt, finde ich ganz, also finde ich voll okay das Spiel. Also das heißt voll okay, es hat mich am Anfang extrem gefesselt, weil ich so gar nicht gedacht hätte. Ach, die Kaninchen kriegt man auch so gut. Ja, ist halt so ein bisschen wie Minecraft, hat man ja vorhin gesehen, man kann so ein bisschen was bauen. Obwohl mich Minecraft jetzt in sehr langer letzter Zeit nicht mehr wirklich gefesselt hat. Ja. Und ja, von DayZ oder DayZ, keine Ahnung, wie man es jetzt ausspricht oder aussprechen will. Ja, davon hat sie ja auch so ein bisschen was. Ach, ja, direkt coole Sachen gefunden. Na, dem Wolf lieber jetzt noch nicht so nahe kommen. Jetzt müssen wir uns erstmal irgendwo was hinbasteln. Hier so in der Nähe vom Hangar, das wäre eigentlich schon cool. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie das mit den Rohstoffen hier aussieht, aber
Ja, da ist halt direkt der Hangar und man ist schnell da hinten beim Factory Red Town. Ja, mittlerweile kenne ich mich so ein bisschen auf der Map aus. Am Anfang war es schrecklich. Ich habe mich da kaum von meinem Haus weggewagt, weil ich einfach absolut keinen Peil hatte, wo ich hin muss oder hin kann. Ja. Das hat sich zum Glück jetzt ein bisschen geändert. Und ja. Ich dachte, ich zeige euch mal hier so ein bisschen was von Rust. Also ich würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere von euch, der es jetzt vielleicht noch nicht spielt, sich das vielleicht auch zulegen würde. Dann könnte man mal so ein bisschen zusammenzocken. Würde mich auch freuen, mal mit euch so ein bisschen was zu machen. Ja. Und da ich auch schon überlegt hatte, vielleicht meinen eigenen Server zu mieten. Deswegen hatte ich auch bei Facebook schon gefragt, ob und wer denn so Rust spielen würde. Ja, so einen eigenen kleinen Community-Server, so klein wie die Community bis jetzt ist. Aber ja, ich hätte auf alle Fälle Lust drauf. Wie gesagt, wer mag, kann sich's ja mal angucken. Also mir gefällt's sehr gut. Und ja, von mir auf alle Fälle eine Kaufempfehlung. Kostet 18,99 bei Steam ist im Moment, meine ich. Es wurde mir gesagt, ich glaube, 12% des Spiels bis jetzt erst fertig. Also es kommt noch jede Menge dazu. Bin ich echt gespannt, was danach kommt. Und ja, also es sieht auch, finde ich, echt cool aus. So. Alles an dem Spiel eigentlich. Na, dann lassen wir das Holz da liegen. Also ich finde auch hier diese Gesteinsformation finde ich echt hübsch. Gut, die Texturen von den Bäumen sind jetzt ein bisschen sehr matschig und niedrig auflösend. Aber hey, vielleicht ändert sich da noch was dran. Und selbst wenn nicht, ich finde es jetzt nicht allzu störend, weil gut, von den Bäumen kriegt man zwar auch Holz. So, beim Zeitmann drauf kaufen, aber immer nur eins. Also es lohnt sich auch gar nicht da dran zu gehen. Also kriegt man das auch nicht mit. Gut, die Texturen für den Stein, klar, wenn man direkt davor steht, dann ist das auch wieder so eine Sache, aber hey. Es stört nicht, also es sieht schön aus. Es rennen ein bisschen wenig Tiere rum, finde ich. Also gut, kommt drauf an, wo man gerade ist. Das ist jetzt zum Beispiel ein Hirsch. Ja. Dann bauen wir uns doch erstmal hier so ein Wood Shelter, damit wir irgendwie eine Unterkunft haben. Ja. Also es sind noch Dinge, die auf alle Fälle kommen können und kommen sollten, wo man sich drüber freuen kann. Aber es ist auch jetzt schon ein echt klasse Spiel, muss ich sagen. Also, es hat mir am Anfang echt sehr viel Spaß gemacht. Gut, mittlerweile bin ich wieder ein bisschen zurückhaltender geworden, aber wie gesagt, das lag halt daran, der ist ja der erste Server, wo ich drauf war, wo ich dann auch echt viele Rezepte zum Waffenbauen und so hatte und auch genügend Rohstoffe gefarmt hatte, wurde eben gehackt, wurde da eben viel Scheiße gebaut, geplündert und so und dann hatte ich halt einfach keinen Spaß mehr. Ja, dann habe ich den Server nicht gefunden, auf den sich die Leute verzogen hatten, mit denen ich dann da was zu tun hatte, also die ich da so kennengelernt hatte, mit denen ich mich dann zusammengeschlossen hatte. Ja, gut, dann war ich von denen auch erstmal wieder weg, könnte ich mich demnächst mal wieder irgendwie auf irgendeine Weise melden, weil das wäre eigentlich auch ganz cool so. Ja. Gut. Dann hätten wir jetzt hier unseren kleinen Shelter schon mal stehen. Dann stellen wir uns jetzt noch eine Werkbank hier rein. Kann man ein bisschen näher bauen und vor allem auch schneller. Dann bräuchten wir jetzt erstmal einen Bogen. Aber da fehlt uns noch ein bisschen was zu. Aber hier so eine Steinaxt erstmal. Können wir nicht den Stein erstmal komplett wegtun. Und können hier ein bisschen schneller abbauen als mit diesem Stein. Ja. Ist halt jetzt so der Anfang. Ich hätte euch gerne noch ein bisschen was gezeigt von dem, wenn man weiter ist. Also ich hatte auch die beste Rüstung, die es so im Spiel gibt. Also man kann sich ja Kleidung herstellen und dann eben auch. Ja, so. Also Rüstung würde ich das schon nennen. Also einfachste ist natürlich Stoff, dann Leder, dann kam nach Leder noch irgendwas. Ich weiß es gerade gar nicht, ob da noch irgendwas kam. Hier der Unwitzig, falls ihr das gerade unten seht, falls das mit aufgenommen wird.
Das war einer von den Leuten, die ich da so kennengelernt habe. Und ja. Und dann, genau, nach Leder kam dann Kevlar, falls da jetzt nichts mehr nach Leder noch kam. Also komplette Kevlar-Rüstung hatte ich auch schon, glaube. So gut wie jede Waffe im Spiel konnte ich herstellen. Ja. Und dann ging es halt bergab. Was halt echt schade war, wir hatten uns da ja, mit so ein paar Leuten zusammengetan und ich habe halt wie ein Bekloppter Holz zusammengesammelt. Wie ich dazu kam, weiß ich nicht. Auf alle Fälle hatten wir dann ja gute 5000 Holzteile zusammen. Also ich hatte bei mir alleine in der Butze, ja, ich glaube, zwei große Kisten voll mit Holz. Also mir war da schon echt so ein bisschen langweilig. Und, ja. Wir hatten halt vor, uns was Großes zu bauen. Und also gerade ich hatte auch vor, was Größeres zu bauen. Und dann haben wir es halt irgendwie versucht zu verwirklichen. Ja, den Hirsch kriegen wir jetzt noch nicht. Es sei denn, der bleibt jetzt ewig hier stehen. Den kriegen wir jetzt doch. Ja, und können uns dann auch eventuell jetzt einen Bogen bauen. Und vor allem Feuer. Weil man sieht ja unten die Hungerleiste. Ja, ist ziemlich niedrig. Also, wir haben ziemlich Hunger. So, dann lassen wir das Feuerchen. Stellen das auch noch hier hin. Na, open. Setzen das da rein. So, gucken. Können wir schon mal einen Bogen bauen? Ja, das geht auch. So, sehr schön. Vielleicht sogar schon. Boah, da muss man Stiefel. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. So ein paar Stiefelchen. War schon mal ein bisschen Schutz, ja. Das war so der Eindruck von Rust und warum denn die eine Woche keine Videos kam. Ja, und damit gebe ich dann auch zurück ins Studio. Macht's gut!